Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil Let's Play Dark Souls 2. Ja, vorweg habe ich wohl beim letzten Mal einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe den falschen Eid erwischt. Ich wollte eigentlich nicht zu der Steintafel, sondern zu diesem Steinmonument da oben. Da sitzt so ein Typ vor und der hat den eigentlichen Eid, den ich haben wollte. War die schon auf, die Dings hin? Ach ja, genau, da war der Krimskrams-Typ. Ich muss jetzt mal eben zur Katze. Die war hier, glaube ich. What's happened? You have an asset elf. So, ich möchte mein Eid widerrufen. Satisfied? Ja, danke. I'll be around if you ever come back. So, jetzt holen wir uns mal den richtigen Eid und sagen, irgendwie habe ich meinen Lebensring vermisst. Da oben sollte es richtig sein. You're undead, aren't you? You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. Aber nur beinahe. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. I am Solden. And like you, I lost everything, and now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Dafür, dass er auch verflucht, sieht er aber deutlich besser aus als ich. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? Ehrlich gesagt nicht. To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. Ah, ja. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. There are four beings in this, ja, and wherever you go, each, if that frightens you. Mein you Gott. Cry out for the journey you will face if you, when you protect. So. Ja, ich entschuldige mich für meine Ungeduld. Ich habe keine Lust, die Typen 10-mal anzusprechen. Blaues Siegel, Eid geleistet. That is a wise decision. Okay. People are weak, but the blue sentinels watch over us in their benevolence. Let the sentinels cradle you in their embrace. Do you feel lonely? Laber, laber, laber. It suits me just fine, as I've nothing left anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. Kost mich den Gesten, willkommen Geste. Do you see the way beyond the bonfire? There was once a great fort. You may just find something. But don't venture too far inside. Ich denke, der hat einen Ring für mich. Tower of Flame in the cathedral. But the road leading there, the gate is rigged. But how it works? Have you seen that? I don't know what it's like. Besides, you. The flame you see there, they exist. Or if you are tired, the flame. Ja, das weiß ich alles schon. Ago, she kept the. I wonder. May you find peace on your journey.
Ja, das ist eine Menge. Ja, auch kein Lebensring. Was ist los? Life is it. May you find peace on your Jetzt bin journey. ich enttäuscht. Ich wollte einen Lebensring haben. Oder ist da irgendwo mein Inventar gewandert, ohne dass ich es gemerkt habe? Oh, tatsächlich. Blau. Ach, das ist das blaue Siegel. Das macht Sinn. Was macht der jetzt genau? Ring. Ja, keine Ahnung. Ach, ich hasse, dass das jetzt ich immer im Menü bleibt, wenn ich hier was mache. Okay, ja, egal. Hoffen wir mal, dass jetzt alles so richtig war. Das ist mein Schwert. Das sieht bescheiden aus. Okay. Jetzt gehen wir erstmal wieder den Estus-Flakon reindrücken. Ja, und dann kann es jetzt weitergehen. So, hier unten warten jetzt auch wieder ein paar Gegner. Mann. Mieses Timing-Problem hier. Ja, das Problem ist der Rollangriff. Den finde ich halt irgendwie total witzig. Deswegen versuche ich den immer mal wieder, diesen hier. Aber ich treffe damit leider nie. Wow. Mann, Mann, Mann. Ich sag ja, gerade auslaufen ist nach wie vor eine meiner größten Schwächen. Gab's da? Seele. Das heißt, jetzt habe ich schon wieder einiges an Seelen im Inventar. Da habe ich aber beim letzten Mal schon drüber nachgedacht, ob ich die jetzt mal langsam benutzen soll, um mich nochmal ein bisschen zu leveln und mein Schwert nochmal zu upgraden. Aber jetzt wird hier erstmal wieder ein bisschen gegrindet. Die Gegner würde ich jetzt gerne hier erstmal nochmal ein paar Mal umhauen. Gibt nämlich zum einen ganz brauchbare Erfahrungspunkte. Zum anderen. Wie gesagt, ich bin immer froh um jede Erfahrung, die ich als Spieler sammeln kann. So, hier wäre nämlich ein Bogen sehr praktisch für dieses Gebiet. Jetzt warten wir mal kurz. Ihr sollt da nicht in den Abgrund springen, ihr sollt hier hinkommen. Da müsste nämlich jetzt gleich eigentlich ein Gegner auftauchen. Eigentlich sogar zwei. So. Ja, mit dem abgegradeten Schwert ist es jetzt schon deutlich besser. Dann bräuchte ich nämlich nur noch zwei Schläge für die. Ist natürlich durchaus sehr hilfreich. So, hier wird es auch nochmal sehr lustig. Hier ist eine Kletter-, Springen- und Kämpfeinlage da über diese komischen Balustraden, die auch genau meinem Skill entsprechen. Da werde ich noch viel Freude haben. Hier wird es auch sehr lustig. Da oben lauert ein Boss, der Verfolger. Den möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht angreifen. Ja, ich hoffe. Eigentlich wollte ich nur den Typen von da oben locken. Manchmal kommt der Typ schneller, manchmal weniger schnell. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück zum Leuchtfeuer und gehen. Jo, super gemacht, Herr Fenrir. Ach, Mann, Mann, Mann. Hätte nur den Baumstamm runterlaufen sollen. Ja, sind die Seelen auch schon wieder weg? Muss ich mir die jetzt erstmal wiederholen. Dann kann ich mich ja schon mal da einmal runterkämpfen und mich daran erfreuen. Das ist auch so eine Stelle, die habe ich also auch mehr als ausreichend oft schon gespielt. Ich bin ja schon ganz stolz drauf, dass ich mittlerweile doch fast
verhältnismäßig lange klarkommen, ohne mal zu sterben. Wenn ich einigermaßen gut drauf bin. So, 90 Seelen bringen die Typen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber 90 Seelen sind 90 Seelen. Das war gut. Ich habe nämlich auch keine Lust, allzu oft vor die Wand zu schlagen. Das hat nämlich immer den blöden Nachteil, dass mein Schwert dabei kaputt geht. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Na komm, Typ. Typ 1. Jetzt muss eigentlich auch gleich Typ 2 kommen. Und müsste irgendwo meine... Ach, da hat mich schon wieder so ein blöder Pfeil getroffen. Ach, verdammt, meine Seele bleibt oben liegen. Das ist natürlich ätzend. Da oben müsste da eigentlich auch noch ein Gegner kommen. Achso, oder war das einer von... Ah, jetzt kommst du da aus deinem Versteck raus, du Dödel, du. Der ist relativ unangenehm, der Gegner, weil er sich da immer in dieser Ecke versteckt und mit dem Bogen versucht zu schießen. Sonst bewegt er sich nie von der Stelle. Da habe ich immer unheimlich Probleme gehabt, den überhaupt irgendwie dazu zu bewegen, mal was anderes zu machen. Und jetzt, wo ich es nicht gebrauchen kann, da meint er auf einmal, da wäre es eine tolle Idee. So, wo ist meine Seele? Da. Okay, gut. Alles cool. Anschleichen ist überhaupt nicht mein Ding. Übrigens auch eine Lieblingsbeschäftigung von mir, wenn ich so im Spielfluss bin, dass ich den falschen Knopf erwische. Och Mann. Das habe ich auch schon mal deutlich besser hinbekommen. Dass ich dann statt A, B drücke, was an sich jetzt nicht so schlimm wäre, außer man steht gerade zufällig am Abhang. Da habe ich mich auch schon mal wunderbar mit einer Rückwärtsrolle den Abhang hinuntergestürzt. Brandbomben hat er auch noch. Willst du was ausmachen, von deinem blöden Vorsprung darunter zu kommen? So kann ich nicht arbeiten. Komm, Gegner, 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 Gegner. Blöde. Ja, es ist einer von den Typen mit Schild. Wenn man einmal erwischt am Schild vorbei, ist alles gut. Aber wenn nicht, dann... kann es auch schon mal sehr unangenehm werden. So ein Typ steht nämlich auch da hinten auf diesen komischen Balustraden rum. Und das ist da wesentlich blöder, weil da halt noch eine ganze Menge Bogenschützen drumherum sind. Da muss man also gegen den kämpfen und gleichzeitig gucken, dass man nicht von den Bogenschützen auseinandergenommen wird. Und das ist doch relativ tricky, finde ich. So, wage ich mich schon weiter. Ach, 2000 Seelen. Da könnte ich natürlich auch erstmal was Sinnvolles mitmachen. So, erstmal, wenn ich schon mal hier bin, quatsch ich den Typen da hinten mal an. Das erste Mal gespielt habe, habe ich immer gedacht, ach guck mal, passiert gar nichts. Da sind 1000 Typen, die kann man anquatschen und irgendwie
kommt da nichts bei rum. Bis mir dann aufgefallen ist, ja, die sagen auch immer wieder was anderes. Man muss sie einfach so lange ansprechen, bis was passiert. Well, I hope you have a very good reason. Oh, Hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ja, ist mir schon aufgefallen. Yes. You be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Versucht Leiter, Komma, hinten. Okay, nee, falsches Inventar, da wollten wir hin. Ich dachte, du wolltest mir einen Ring geben. Okay. Ah, ich bin immer noch im Menü. Das ist echt doof gemacht, dieses Menü hier. Falle! Ja, das klingt doch super. Da hinten ist noch was. Grüne Blüte. Ah ja. So, da steht immer so ein richtig dicker Brocken. Den habe ich gesehen. Das war nämlich der Grund, warum ich nur schnell hingerannt bin. Da ist nämlich noch jemand, der mit Brandbomben wirft. Wenn man es gut timet, dann schafft man es auch, dass der Typ mit den Brandbomben den Typen da hinten trifft. Komm, werf. Boah, nicht auf mich. Ja, ich glaube, das... Komm, steh auf und geh weg. Das war abzusehen. Ja, ist natürlich jetzt doof. Eigentlich hatte ich erst überlegt, zurück zum Leuchtfeuer zu gehen, um mir erstmal die Seelen in ein Level-Up und vielleicht, oder zumindest irgendwie ein Upgrade für mein Schwert zu investieren oder so. Jetzt liegen die da hinten schön rum und ich muss erstmal gucken, dass ich da wieder hinkomme, ohne zu sterben. Und gerade dann, wenn ich erst gerade gestorben bin, dann laufe ich immer Gefahr, richtig unkonzentriert zu werden. Das heißt, die Seelen kann man eigentlich schon fast wieder abhaken, geistig. Aber ganz so schlimm ist der Weg jetzt eigentlich auch nicht. Gab es hier nicht eigentlich auch noch was? Die Tür ist, glaube ich, zu. So, dann wieder die Typen hier triggern, dass die hier rübergerannt kommen. Ja, zum Glück, der Weg kam mir immer wieder länger vor, aber wenn man dann so am Stück spielt und so ein bisschen
wie gesagt, so ein bisschen mehr Einblick ins Spiel hat und ein bisschen besser klarkommt, dann stellt man fest, eigentlich sind die Wege hier doch relativ kurz bisher. Nächster Gegner. Hallo? Hallo? Dann nicht. Das sieht auch schwer danach aus, dass es da irgendwie noch weitergeht. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Ob da jetzt noch einer sich den Weg hier hochfinden will. Ja, hier wäre jetzt zum Beispiel der Bogen wirklich sehr praktisch. Dann könnte man die immer mal wieder hier runterschießen. Genau, das ist der Weg, den ich nachher irgendwann nochmal gehen muss. Da einmal so rüber. Also da lang, über diese Holzbrücke, aufs Dach, auf die andere Brücke und dann da hinten, glaube ich, in den Tunnel rein. Versuchen wir mal, ob ich es jetzt schaffe mit dem Anschleichen. Nein. Taste erwischt. Ach man, muss der erste Schlag denn immer vor die Wand gehen? Danke für den Schuss in den Rücken. Das ist mal voll uncool. Praktisch ist auf jeden Fall, dass der Typ jetzt hier runtergesprungen ist. Nicht so praktisch ist, dass ich daneben schlage. So, jetzt wird's spannend. Wenn ich den Typen hier schaffe, dann sollte ich auch an meine Seele wieder rankommen. Ich auch, ich habe auch ein Schild. Ich würde ja gern. Ich habe ja auch noch meine Heildinger hier. Kann ich nämlich auch während des Spielens benutzen. Ja, ihr könnt es nicht merken, aber ich habe ganz schön schwitzige Hände gerade. Ich finde, Gegner sollten kein Schild tragen dürfen. Das ist echt uncool. Überlege ich gerade, was ich jetzt machen möchte. Ja, ich glaube, da die Zeit auch schon wieder relativ wegrennt, so, ich glaube, das, genau, das hier ist eine Falle. Da kann man den Typen auch reinlocken, aber das ist immer so ein Glücksspiel. Ja, möchte ich den jetzt bekämpfen? Was sagen die einem denn hier? Sehr fein voraus und dann rollen. Roll. Ja, okay. Dann machen wir es anders. In Anbetracht dessen, dass ich ja jetzt auch schon wieder eine Weile spiele, dann geht es jetzt erstmal wieder zurück zum Leuchtfeuer. Ich hoffe, ich falle jetzt gleich nicht runter. Also hier diesen Baumstamm entlang.
ich bin so gut. Dann können wir nämlich jetzt gleich nochmal ein bisschen leveln. Das machen wir dann noch eben schnell. Dann werden jetzt 2800 Seelen investiert und dann benutze ich jetzt auch die Seelen, die ich noch hier auf Lager habe sozusagen. Unserem Schwert noch ein Update. Ich glaube, eins kann ich noch mit den Scherben bezahlen. Danach brauche ich irgendwas anderes. Jetzt brauche ich wie viele? Zwei Stück. Okay. Ja, machen wir. So. So, das geht auch noch mit Titanit-Scherben. Dann machen wir es, glaube ich, auch noch. I'll be around if you make it back. So, Inventar. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Heimatknochen, Feuerbombe, Zauber ohne Wurfmesser, Seele eines verlorenen Untoten. Benutzen, und zwar alle fünf, wenn schon, wenn schon. Zack, 1000 Seelen. Dann, was waren das für Seelen? Namenlosen Soldaten. Und wie viel die geben? Patsch, 2400. Ha. Und jetzt... stolzen Ritters, die musst du richtig was können. 2000. Hammer. So. Ja, jetzt könnte man, wie gesagt, überlegen, das Schwert vielleicht noch eine Stufe abzugraden, aber ich glaube, jetzt möchte ich lieber mich selber ein bisschen upgraden. Ach, ich bin immer noch in dem Menü drin. Bearer of the curse seeks, seek, lest this. Ja, klar. Kennen wir alles schon. So. Jetzt wird's dann interessant. Auf jeden Fall erstmal Vitalität. Was haben wir hier? Das war... weiß ich gerade gar nicht. Meine Ausdauer würde ich, wenn noch, eventuell steigern wollen. Achso, das war... doch klar. Das war's. Belastung. Stärke. Ist schon der richtige. So, dann. Machen wir das so. Bisschen Ausdauer, ein bisschen Lebenspunkte. Ja. So. Ja, dann, ja, denke ich, soll das für diesen Teil reichen. Mir fällt auf, das ist total doof. Wenn ich so verwest bin, habe ich gar keinen Bart mehr. Das ist ja doof, dann sehe ich ja voll hässlich aus. Na, egal. Dann ist das so. Ja, beim nächsten Mal wollen wir mal gucken, ob wir diesen dicken Brocken da irgendwie aus dem Weg kriegen und dann weiter voranschreiten. Ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, so ewig lang dauert es gar nicht mehr bis zum ersten Bosskampf gegen den... letzten Riesen. Bin ich mal gespannt. Da werden wir mal so richtig ans Sterben, ans Dransein kommen. Ja, ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei und ich sage, bis zum nächsten Mal.